Glück auf! Nach Pfingsten hat ErzTV Kompakt eine Woche lang bunte Bilder aus dem wunderschönen Erzgebirge. Und das sind einige Stationen am Donnerstag. Aue. Teich mit Springbrunnen als Wahrzeichen der Stadt. Bernsbach. Erste richtige Saison für Bärenrundweg. Und Antonstal. Am Ortseingang bei der Silberwäsche. Natur erleben befördert das Verständnis für die Natur. Am kleinen Kranichsee bei Johann-Georgen-Stadt ist das gut möglich. Die Aussichtsplattform erstrahlt im Frühjahr 2021 in neuem Glanz. Bei Wanderern und Naturfreunden aus nah und fern ist der Turm durchaus bekannt und sehr beliebt. Daher hat der Forstbezirk Eibenstock beschlossen, die alte Aussichtsplattform komplett zu erneuern. Die aktuelle Plattform ist inzwischen die vierte ihrer Art an dieser Stelle. In luftiger Höhe erkennt der Naturbesucher einen ausgedehnten Bewuchs mit Latschenkiefern. Mit etwas Glück hört er auch mal ein Birkhuhn. Der hölzerne Aussichtspunkt wurde von einer regionalen Zimmerei gebaut. Die Aussichtsplattform und die Treppe sind aus sibirischer Lärche gefertigt, um eine möglichst lange Haltbarkeit zu erreichen. Die ganze Konstruktion steht auf einem Fundament aus Eichenbohlen. Dadurch soll sich das Gewicht gleichmäßig auf dem moorigen Boden verteilen. Am kleinen Kranichsee, unweit des Gasthofs Henneberg in Johann-Georgen-Stadt, können die Menschen ökologisch verträglich die Vielfalt und Schönheit eines Moores im Erzgebirge erleben. Bilder, die bei Jagdpächter Andreas Häsler auf Unverständnis stoßen. Zwischen Himmelfahrt und Pfingstmontag wurde in seinem Jagdrevier bei Eibenstock erneut ein Hochstand dem Erdboden gleichgemacht. In unzähligen Stunden war dieser am Waldrand errichtet worden. Er diente unter anderem zur Wildbeobachtung und stand auch vorbeikommenden Naturliebhabern offen. Für den Jagdpächter ist die Zerstörung kein Kavaliersdelikt. Sie wurde deswegen zur Anzeige gebracht. Die Polizei hat einige Spuren gesichert. Wasserspiel vor dem Kulturhaus Aue. Der größte Springbrunnen und eines der Wahrzeichen der Stadt Aue-Bad Schlema ist die Fontäne im Carola-Teich. Namensgeberin des 1905 angelegten Auer-Carola-Teiches im Stadtgarten war Carola die Frau des sächsischen Königs Albert. Das Königspaar war zweimal in Aue auf Besuch. Heute bezaubert der Springbrunnen mit einer 13 Meter hohen, mehrfarbigen Fontäne. Dafür sorgen eine Hauptdüse, ein Innenring mit 6 Wirbeldüsen und ein Außenring mit 12 Wirbeldüsen. Im Jahr 2005 ersetzte die aktuelle Anlage im Zuge der Umgestaltung des Auer Stadtgartens das Vorgängermodell. Zwischen 10 und 18 Uhr ist in den Sommermonaten, sofern es nicht regnet, jeweils stündlich die komplette Fontäne in einer Laufzeit zwischen 15 und 20 Minuten zu sehen. Um 21 Uhr und um 22 Uhr wird die Beleuchtung per Lichtsensor in Gang gesetzt.
sodass man auch die farbigen Wasserspiele genießen kann. Antonstal ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn. Am Ortseingang ist das zu erkennen. Außerdem macht eine Hinweistafel auf die Silberwäsche aufmerksam. Dabei handelt es sich um ein technisches Museum mit Pochwerk. Der Verweis auf die Gaststätte im historischen Bergbauobjekt ist verschwunden. Dieser Bereich wird zu Vereinsräumen für den Heimatverein Silberwäsche Antonstal umgestaltet. Nach Fertigstellung werden die als Ausstellungsfläche bzw. für Vortragsveranstaltungen dienen. Weiterhin ist im ehemaligen Gastraum mit Tresen die Nachbildung einer Steigerstube durch den Verein geplant. Die früheren Nebenräume der Gaststätte mit der bestehenden Küche sollen als Lager- und Abstellräume des Vereins genutzt werden. Hinter der Silberwäsche kann an Sommertagen ein Freibad besucht werden. Von Antonstal geht's nach Bernsbach. Dort gibt es den neuen Bärenrundweg. Wir hatten uns im Oktober des vergangenen Jahres mit auf die Eröffnungstour gemacht, erinnern wir uns daran, zu Beginn der neuen Wandersaison. Die Stadt Lauter-Bernsbach hat ihren Bärenrundweg fertig. Mit einer Wanderung wurde der nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit nun offiziell eröffnet. Der Bärenrundweg ergänzt das bestehende Wanderwegenetz. Warum ist der Wanderweg entstanden? Wir hatten im Lauterer Ortsteil den Vogelbergrundweg. Wir haben also gemerkt, dass so ein Rundweg von den Einheimischen als auch Touristen sehr gerne angenommen wird. Wegeroute ist ungefähr so ausgelegt, hier in dem Falle Bärenrundweg 14,5 Kilometer, dass man eine gute Tagestour draus machen kann mit Familien in Anführungsstrichen. Also manche laufen das in drei Stunden ungefähr ab. Andere können sich halt da länger Zeit nehmen. 2013 war dann die Überlegung mit der Fusion auch Lauter-Bernsbach, dass wir auch in Bernsbach dann einen Rundweg mit initiieren. Das Bernsbacher Wappentier ist der Bär. Deshalb war es naheliegend, zum Lauterer Vogelbär-Rundweg einen Bernsbacher Bärenrundweg zu schaffen. Der führt also durch den Ort. Oberpfannestiel bis hoch zum Spiegelwald, also vom Schwarzwasser bei ungefähr 400 Höhenmeter, 390 hoch auf über 700 Höhenmeter. Man weiß also auch, dass man dort ein bisschen kraxeln muss. Und es gibt eine kleine Teilroute, das ist hier am Märchen- und Sagenweg, so nennen wir das, mit 4 Kilometer Länge. Insgesamt konnten da 8 Holzskulpturen aufgestellt werden. Die wurden von Bildhauern der Künstlergruppe Exponart geschaffen. Es ist angedacht, die Zahl der Figuren in Form eines Holzbildhauersymposiums um 2 bis 4 Kunstwerke zu erweitern. Dargestellt wird hier insbesondere die Sagenwelt Lauter-Bernsbach als auch im Erzgebirge und ausgestorbenes Handwerk. Hier im Hintergrund, wo ich gerade sitze, das ist der Spankorbhersteller. Das war damals sehr traditioneller Beruf für den Ortsteil Lauter oder auch für Bockau. Man hat also ein Drittel davon der Bevölkerung hat zu seiner Zeit davon gelebt. Manche kennen es noch zu DDR-Zeiten mit dem Klammerkörbchen, also was man zu Hause liegen hatte, oder das Pilzkerbe, wo man in die Pilze gegangen ist. Das waren oft Spanenkörbe, hergestellt aus Fichtenholz. Weitere Berufe, an die erinnert werden soll, sind zum Beispiel der Schwefelfadenzieher,
oder der Köhler. Aufgegriffen wurde außerdem die Sage von der Wunderblume, oder die Sage vom steinernen Herz. Ja, wir haben es dann mehr oder weniger durchdacht, wo kann der Weg lang gehen. Wir müssen ja immer dann eine Widmung drauf liegen haben. Und so sind halt die 14,5 Kilometer zustande gekommen. Haben ein Förderprojekt der EU-Förderung, also LEADER-Projekt, draus gemacht und wurde also auch von der EU gefördert. Mit 75% Herstellungskosten waren des gesamten Weges bei 70.000 Euro. Schwerpunkt hier war ein sehr, sehr steiles Stück mitten im Wald, also ein forstwirtschaftlicher Weg, der sehr eingefahren war, wo die Wassermengen dann sehr eingeschnitten waren oder den Weg eingeschnitten haben. Er musste ausgehoben werden und auf 300 Meter Länge mit Rasengitterplatten dann bepflastert werden, sodass der jetzt wirklich gut begehbar ist. Ich will beinahe sagen, barrierefrei, also mit Kutsche auf jeden Fall, also Kinderwagen. Das war uns also wichtig, dass es so ein Familienweg ist. Und noch etwas ist dem Bürgermeister von Lauter-Bernsbach wichtig, dass es erwähnt wird. Wanderwege sind für den Ort auch wichtig. Im Moment werden 150 Wanderkilometer vorgehalten. Besonders erwähnenswert muss man hier wirklich die Wanderwege Warte nennen und den Erzgebirgsverein, die das im Ehrenamt auch hegen und pflegen. So kann man das Wandern auf dem Vogelbeer-Rundweg und dem neuen Bärenrundweg als ein touristisches Highlight in Lauter-Bernsbach bezeichnen. Das besondere Exponat. Die Stadt Annaberg-Buchholz plant für 2021 die dritte Auflage des internationalen Märchenfilmfestivals Fabulix. Bei der Premiere im Jahr 2017 wurden einmalige Schätze der Filmgeschichte gezeigt. In der Annaberger Festhalle, im Augenblick das Impfzentrum des Erzgebirgskreises, war eine Kostüm- und Requisitenausstellung zu sehen. Extra für das Märchenfilmfestival stellten die Barrandov-Studios in Prag ihre wertvolle Sammlung einmaliger Originalkostüme und Requisiten aus 9 verschiedenen Märchenfilmproduktionen zur Verfügung. Unter den besonderen Exponaten waren solche Raritäten wie das Original-Ballkleid von Libuše Šafránková, der Hauptdarstellerin aus der deutsch-tschechischen Koproduktion 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das erste internationale Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz fand auch dank dieser Ausstellung große Beachtung. Lassen wir uns überraschen, ob die Fabulix-Fortsetzung in diesem Jahr stattfinden kann. Zecken sind wahre Lebenskünstler. Sie können bis zu 3 Jahre ohne Nahrung auskommen. Was aber macht den Holzbock so gefährlich? Es ist das, was er in sich trägt und für uns die Gefahr einer Virusinfektion bedeutet. Es wird angenommen, dass inzwischen 10-40% aller Zecken Borrelien in sich tragen und diese beim Blutsaugen an den Wirt übertragen. Borreliose wird von Bakterien hervorgerufen. Symptome sind an Gelenken, der Haut, Herz oder Nerven zu spüren. Von der Übertragung kann es mehrere Stunden oder Tage dauern, bis sich die Borrelien über die Blutbahn im Körper verteilt haben.
Neben Borrelien, die eine Zecke übertragen kann, gibt es die weitaus schlimmer verlaufende Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME genannt. Dabei handelt es sich um Hirnhautentzündung. Auch diese Viren kann eine infizierte Zecke in sich tragen und bei einem Biss übertragen. Gegen FSME gibt es kein Medikament. Es sollte deshalb immer darauf geachtet werden, dass beim Wandern durch Busch, Wald und Gras helle und geschlossene Kleidung getragen wird. Wer sich anders schützen möchte, sollte eine Impfung in Betracht ziehen. Wandern Sie nach Pfingsten mit ErzTV Kompakt durchs vielseitige Erzgebirge. Morgen machen wir unter anderem einen Abstecher nach Elterlein, wo wir auf besondere Bienen treffen. Glück auf! Früher kannte jeder jemanden, der Kinderlähmung hatte. Damals sind die Menschen an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden. Und jetzt Corona. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Informationen erhalten Sie telefonisch über die 116117 und unter corona-schutzimpfung.de.